Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Markus hier von andreasbaulig.de und ich sitze hier mit dem einzig wahren Yannick Thees. Ja, Yannick ist einer unserer Strategieberater und führt tagtäglich Gespräche mit Menschen, die im Coaching- und Consulting-Markt unterwegs sind oder auch einfach Unternehmer, die ihr Business skalieren wollen, ja, die sich bei uns bewerben für ein kostenloses Erstberatungsgespräch, was du übrigens auch machen kannst auf www.andreasbaulig.de, einmal hier eingeblendet, ja. Kannst du jetzt direkt machen, bevor du dir das Video ansiehst. Und ja, Yannick hilft uns natürlich auch zusätzlich dabei, unsere Kunden erfolgreich zu machen, vor allem im Sales-Part. Er übernimmt die Vertriebs-Live-Calls, die wir jede Woche haben, und gibt dort seinen Input hinzu. Und dementsprechend haben wir beide ja im Grunde schon tausenden Menschen dabei geholfen, eben besser zu verkaufen, erfolgreicher zu verkaufen, aber auch sehr, sehr viele Menschen dazu gebracht, richtig krasse Resultate zu erzielen. Zum Beispiel eben solche goldenen Handschläge, wie ihr die jetzt hier seht. Das heißt, erstmalige sechsstellige Monatsumsätze zu erzielen. Und was sind die Gründe, warum Menschen überhaupt erstmal es nicht schaffen, sechsstellige Monatsumsätze zu machen? Du redest tagtäglich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die auch teilweise noch am Anfang stehen, die noch keine sechsstelligen Monatsumsätze machen. Was würdest du sagen, sind da so mit die wichtigsten Faktoren, woran das liegt? Ja, also wie Markus eben schon gesagt hat, genau an diesem schönen Ort hier in unserem neuen Studio führe ich tagtäglich die Live-Calls oder zumindest einmal die Woche zum Thema Vertrieb sehr, sehr intensiv mit unseren Kunden. Und da kommen immer so die klassischen Probleme auf, ne? Oder auch in den Verkaufsgesprächen oder in den Beratungsgesprächen, die ich mit neuen Interessenten führe, fällt mir immer wieder auf, dass es so die klassischen Gründe gibt, warum jemand zum Beispiel bei fünfstelligen Umsätzen stagniert. Also sagen wir mal so 20, 30, 40.000 Euro, aber man kommt nicht weiter. Also ich fange mal mit dem ersten an, der immer sehr, sehr offensichtlich ist. Eigentlich ist doch alles schön und gut. Also die meisten sagen, ja, 30.000 Euro, mir geht's gut, ich kann mir das Auto leisten, ich kann mir die schöne Wohnung leisten, vielleicht jetzt nicht die beste Penthouse-Wohnung oder so. Ich sag mir so, über 2.000 Euro auszugeben bei der Wohnung ist schon schwer. Ja, haben wir ja auch schon festgestellt. Ja. Das heißt, viele werden einfach ziemlich früh satt. So, das ist ja auch ein Thema, über das wir schon öfter gesprochen haben, aber es ist wirklich ein wichtiges Thema, deswegen sprechen wir auch immer wieder drüber. Weil wenn man halt nicht mehr Hunger hat, um irgendwie mehr zu erreichen, dann wird man sich auch nie das Ziel setzen, 100, 200, 300k zu machen. Ja, wie es ja einige unserer Kunden schon sehr, sehr erfolgreich geschafft haben. Ja. Und da kommt man auch gar nicht in die Position, es überhaupt ansatzweise zu erreichen. Also würdest du sagen, hey, die Leute, die jetzt, sag ich mal, bis 20.000 Euro Umsatz machen, denen fehlt auch sozusagen so ein bisschen der Hunger. Ja, ich habe heute auch über einen Podcast darüber gesprochen, du kriegst nur das, was du tolerierst. Und wenn du halt tolerierst, dass du weniger Umsatz zum Beispiel machst, dann kriegst du den halt auch. Ja? Ich kann, jeder, der ein Unternehmen aufgebaut hat und, sag ich mal, so ein gewisses Level erreicht hat, der will eigentlich auch immer wieder zu diesem Level hin. Ja, weil damit auch sehr, sehr viel einhergeht. Ja. Weil es geht ja nicht nur um Geld jetzt in erster Linie, sondern auch hinter so einem sechsstelligen Monatsumsatz stecken natürlich auch Dutzende Kunden, die man betreut, Dutzende Kunden, die man erfolgreich macht und Dutzende Kunden, die Ergebnisse bekommen, ja, die vielleicht gerade an einem Punkt sind, wo sie ein Problem haben. Ja, egal, was du anbietest, ob du jetzt, was weiß ich, B2B-Berater bist oder ob du irgendwas im B2C-Markt anbietest, zum Beispiel Fitnesscoach bist, jeder Umsatz bedeutet ja auch eine Person, die abnimmt, ja? Wenn du jetzt zum Beispiel Fitnesscoach bist oder eine Person, die endlich schafft, ihren Traumkörper zu erreichen. Und das ist halt das, was viele gar nicht sehen. Ja? Die haben gar nicht so diese größere Mission dahinter, was sie eigentlich noch alles bringen, also was dieser Mehrumsatz noch alles bringt, außer, sag ich mal, diesen finanziellen Aspekt. Ja. Natürlich sind die Leute viel zu früh satt, ja. Und man sollte natürlich irgendwo eine gewisse Balance finden. Viele haben nämlich Angst, jetzt zu sagen, ach, ich muss jetzt 10 Millionen im Monat machen. Das wollen viele nicht als Ziel setzen, weil sie dann natürlich so den Gedanken haben, okay, dann habe ich überhaupt kein Leben mehr. Natürlich solltest du so aufbauen, wie du möchtest, aber musst dir echt mal klar machen, je höher der Umsatz ist, den du fährst, desto höher ist auch der Wert, den du draußen in der Welt bietest. Also im Endeffekt ist deine Verantwortung, immer mehr zu wollen und nicht einfach irgendwann zu sagen, okay, 50.000 Euro, jetzt mache ich mehr als irgendwie 90% aller anderen Unternehmer und jetzt ist gut. Ja, jetzt kommt noch ein weiterer Punkt. Je größer ein Unternehmen ist, desto weniger Stress hast du eigentlich auch. Ja? Also ich habe jetzt weniger Stress im Prinzip als Selbstständiger, der alleine sozusagen am Struggeln ist.
ja, der immer schauen muss, hey, wo kommt der nächste Kunde her und so weiter. Weil, das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Punkt, ein anderes Thema überzugehen, weil einfach Systeme vorhanden sind, ja. Beispielsweise, Yannick, du machst die Strategiegespräche, die habe ich früher selber gemacht, als wir noch kleiner waren. Habe ich selber geführt, aber ich führe die jetzt im Endeffekt nicht mehr, sondern was mache ich? Ich kann jetzt am Unternehmen arbeiten, das kann ich machen, sehr, sehr von der Zeitgestaltung her sehr, sehr frei. Ich meine, wie nimmst du das so wahr, wenn ich jetzt, ich habe jetzt keine Tagesgeschäftaufgaben, wo ich immer wieder operativ tätig bin, sondern ich arbeite nur am Unternehmen. Ja, du arbeitest im Endeffekt so aus der Vogelperspektive und bist nicht mehr derjenige, der irgendwie wirklich in Aufgaben drin ist, sondern du managst eher Personen, die dann diese Aufgaben ausführen, was natürlich viel, viel smarter ist, weil du kannst alles Mögliche machen, von Biohacking bis hin zu Produktivitätstools und was weiß ich, aber nichts wird dir mehr Produktivität geben, als irgendwie anstatt alleine mit 10 Mitarbeitern zu arbeiten. Dann kriegst du halt auch 10-mal mehr geschafft, 10-mal mehr Ergebnis für das Unternehmen und gleichzeitig 10-mal mehr Ergebnis für die Kunden. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses ganze Biohacking-Thema. Ja, man kann sich so viel grünen Tee warm machen und keine Ahnung, was man da so Omega-3 sich reinschießen oder Kapseln löpfen, wie man will. Keine Omega-3-Kapsel der Welt sorgt dafür, dass du einfach einen Vollzeit-Mitarbeiter hast, der genauso an dem Projekt arbeitet wie du. Ja, du verdoppelst quasi deine Produktivität. Ja, selbst wenn es nicht verdoppelt ist, weil die andere Person nicht so gut ist wie du, dann hast du wenigstens 80% oder 50% von dir, die du nochmal reinpacken kannst. Dann brauchst du ja nur 3 Mitarbeiter, dann hast du schon mehr als deine 100%. Ja, und die bezahlen sich auch immer von selbst. Genau, das versteht auch keiner. Die meisten haben nämlich Angst. Also ich führe, wie gesagt, sehr, sehr viele Gespräche und die meisten haben einfach Angst, sich Mitarbeiter einzustellen, weil sie ja denken, ja, die kosten auch Geld. Ich muss ja erstmal das Geld haben, damit ich es ausgeben kann. Ist immer ein Satz, so, den höre ich 1000 Male. Aber ein Mitarbeiter, wenn du den richtigen auswählst, und du solltest natürlich den richtigen auswählen, wenn ich weiß, wie es geht, dann kannst du an uns wenden, dann können wir dir zeigen, wie man den richtigen einstellt. Aber sobald der Richtige da ist und du weißt, wie man den halbwegs einarbeitet, dann bringt der von Tag 1 an, oder sage ich mal, spätestens von Woche 2 oder so, oder Woche 3, bringt der Umsatz. Genau. Ja, vor allen Dingen bei dem Punkt, ich habe kein Geld, um Mitarbeiter einzustellen, können wir dir auch weiterhelfen, weil wir dir erstmal zeigen, wie du überhaupt wirklich Umsätze machst, oder einfach 20.000, 30.000 Euro. Und das ist ein Level, wo man wirklich Mitarbeiter einstellen sollte und beginnen sollte damit. Wie man das einfach konstant hinbekommt, ohne dass man jetzt hier so die Umsatzachterbahn die ganze Zeit fährt, sondern wirklich konstant immer auf einem Niveau natürlich auch seine Umsätze fährt und das mit einer gewissen Sicherheit, ja, die dann vor allem dann einfach da ist. Was würdest du so sagen? Wie sieht es so systematisch aus bei Leuten, die jetzt noch keine sechsstelligen Umsätze machen im Monat? Es ist sehr, sehr oft sehr, sehr zufallsbasiert. Also sowohl vorne das Thema Marketing als auch hinten das Thema Vertrieb oder auch das Thema Fulfillment und Mitarbeiterführung. Es sind keine Systeme da. Deswegen sagen wir auch immer wieder, wahrscheinlich in jedem dritten, vierten Video kommt irgendwo das Wort System, Prozess, die kommen immer wieder auf. Ja. Warum? Weil Business halt langweilig ist und man muss halt immer wieder dasselbe machen. Man muss das Ganze irgendwie mal in ein System packen, damit man gleiche Ergebnisse erzielen kann. Bei den meisten Leuten, mit denen ich spreche, die jetzt 30, 40, 50.000 Euro machen und dann denken, es wäre alles toll und sie wären ja schon die Größten, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Es ist sehr, sehr stark zufallsbasiert, oder sie haben zumindest so eine Quelle oder irgendwie ein Ding gefunden, was so halbwegs funktioniert, aber es ist nicht wirklich systematisiert. Und wenn sie dann nochmal einen Shift einfügen würden, sowohl im Marketing, Vertrieb als auch im Fulfillment, dann würde man sehr, sehr schnell auf sechsstellig kommen. Ja. Ja, und das ist meistens das Problem, was ich eben gesagt habe, will ich auch nochmal ansprechen. Die meisten Leute, die auf so einem Level sind, die verdienen ja jetzt schon mehr als, ich habe jetzt keine Statistiken, aber ich sag mal 90% oder 80% aller anderen Unternehmer da draußen, ne, wenn du 50.000 Euro machst im Monat, Nettoumsatz, ungefähr. Ja. Es ist jetzt sehr, sehr gefährlich und es passiert auch ziemlich schnell, so ein gewisses Ego-Problem aufzubauen, wo man denkt, wer soll mir eigentlich noch was erzählen? Weil in meinem ganzen Umfeld bin ich der, der am meisten Umsatz macht. Der am besten sich raus hat. Es geht ja nicht nur um den Umsatz, sondern man hat auch viel Gewinn. Ja. Man verdient gutes Geld. Ja, und das ist so das Problem, dass man sich dann sehr, sehr schwer nur helfen lässt. Ja. Das heißt, die Leute kommen an einen Punkt an, wo sie von den Unternehmern, die sie kennen, eigentlich einer, der sind, vor allem wenn sie eine Dienstleistung anbieten oder Coaching machen, haben sie eine viel höhere Marge, ja, als wenn du jetzt irgendwas verkaufst, physische Produkte oder derartiges. Ja. Das heißt, du hast relativ hohen Gewinn.
auf einer Monatsbasis dann auch seine 20.000, 30.000 Euro, was ja auch okay ist, wenn man alleine ist, ja. Und man denkt dann schon, man wäre sozusagen die Krone der unternehmerischen Schöpfung, weil man eben niemanden im Umfeld hat, der eben so was anderes zeigt. Und dann kommt man in Baule-Coaching und merkt, hey, eigentlich gibt's da noch, gibt da noch viel mehr und auch viel einfacher, weil eben je größer das ganze Ding ist, je mehr Mitarbeiter man hat, je besser die Systeme sind, desto weniger Stress hat man und desto mehr Zeit hat man eigentlich auch zu machen, was man möchte. Ja. Gab es ja auch schon so einige lustige Storys von Leuten, die bei uns in Gesprächen waren, aber im Endeffekt noch ein sehr, sehr großes Ego hatten und gesagt haben, nee, ich schaffe das schon alleine. Ja. Ja, und dann haben sie irgendwie nochmal einen Podcast oder so gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall kam dann die Person doch wieder. Und der Wladimir Simonov zum Beispiel. Ah, genau, der Wladimir war es. Grüße gehen aus an Wladimir, geiler Typ. Aber die Leute, die irgendwann realisiert man es, und dann kann man, wenn man dann doch nochmal sich wie so ein weißes Blatt Papier einfach nochmal beschriften lässt oder neu beschreiben lässt, halt doch sehr, sehr schnell wachsen und man kann diese ganzen Dinge, die man braucht, sehr, sehr schnell implementieren und dann steht dem Sechsstelligen jetzt nicht so viele Wege. Vor allem, also wie gesagt, wenn du jemand bist, der vielleicht schon an dem Punkt ist, wo er sagt, hey, ich mache schon meine 20.000, 30.000 Euro Monatsumsatz und ich will jetzt weiter skalieren auf ein sechsstelliges Niveau, ich habe vielleicht sogar schon Mitarbeiter, aber ich kriege es trotzdem nicht hin. Und du willst lernen, wie das Ganze funktioniert, wir können dir dabei helfen. Ja, wir haben da extra ein eigenes Programm dafür, welches du auf www.andreasbaulig.de finden kannst unter dem Reiter 1:1 Betreuung, entweder ganz unten auf der Seite oder oben Excellence anklicken, ja, Masterclass Excellence, und dann kannst du dir die Seite dazu durchlesen. Wir verlinken das Ganze auch nochmal hier als Kommentar unter diesem YouTube-Video. Ansonsten, wenn du noch mehr über uns erfahren willst, kannst du unser Buch lesen, ja, Wissen macht Umsatz, einfach auf wissenmachtumsatz.de bestellen. Das Ganze wird dir dann sehr schnell zugeschickt und du kannst dir nochmal einen eigenen Eindruck machen und ja. Geniales Ding, ich kann es definitiv empfehlen. Ich konnte selbst nicht aufhören, es zu lesen. Obwohl du hier arbeitest. Obwohl ich hier arbeite und es jeden Tag selbst erzähle. Ich konnte nicht aufhören zu lesen, deswegen definitiv dicke Empfehlung. Ja, also die ganzen Nachrichten, die wir jetzt reinbekommen von den ersten Buchlesern, die jetzt bei den ersten Tausend dabei, also den ersten Tausenden dabei gewesen sind, die sagen alle durchweg positiv durch die Bank. Ja, noch nichts anderweitiges gehört. Und absoluter Gamechanger, Mindset öffnend. Und teilweise auch zerberstend, weil man 20 Jahre als Unternehmer denkt, hey, ich bin super krass. Und dann liest man hier so ein Buch und merkt, okay, eigentlich gibt es ja hier den Punkt, den ich nicht beachtet habe. Und hätte ich das besser mal gemacht, dann wäre ich jetzt weiter, als ich aktuell bin. Also, wie gesagt, entweder ein Buch bestellen, dann kannst du dich auch direkt im Anschluss bewerben. Oder auf unserer Seite dir mal das Ganze anschauen zu dem Thema, wie gesagt, Exzellenztraining. Und dich einfach bewerben für ein kostenloses Erstgespräch. Ansonsten für alle anderen, die sagen, hey, ich mache jetzt noch nicht 20.000, 30.000 Euro Umsatz im Monat und mir würde das erstmal reichen, wenn ich das schaffen würde, ja, kannst du natürlich auch bewerben. Wir können dir genauso weiterhelfen, auch dafür haben wir unsere Trainings. Das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank auch, Yannick, für deine Expertise hier. Hallo, ich bin der Kruno, komme aus Hamburg. Wir sind Dienstleister und Berater und helfen kleinen mittelständischen Handwerkern dabei, heute und morgen Mitarbeiter zu finden. Vor dem Coaching waren wir noch relativ unklar, sehr unstrukturiert und nicht zielführend. Und das ganze Coaching hat dazu beigetragen, dass wir eine komplette Struktur haben von Anfang bis Ende, sehr digital geworden sind und das spüren auch die Kunden und wir sind noch erfolgreicher und die Kunden sind noch erfolgreicher. Ich hätte nie gedacht, dass man durch Zoom-Calls, so wie es klingt, Aufträge generieren kann und das selbst in Hamburg. Ich habe letztens erst 1,5 Kilometer weiter, wo der Kunde nicht zu mir kommen wollte und ich diesen Zoom-Call angeboten habe, einen Close gemacht von 14.000 Euro. Das Baulig-Coaching kann ich euch nur empfehlen, das hat einen Hintergrund. Es ist komplett. Also die meisten bieten ja immer nur Dinge an oder digital an oder per E-Mail oder wie auch immer. Hier wirst du betreut, hier wirst du immer an die Hand genommen. Mein bester Monatsumsatz, der läuft gerade. Wie gesagt, davor waren wir immer selber um so 20, jetzt sind wir über 30 und jetzt gehen wir schon Richtung 40.